Guten Morgen, good morning, herzlich willkommen, Andrea, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Many thanks for giving an extra bonus lecture for the historical linguistics students, giving the historic background of the lecture that Geraldine Horan gave last week on cursing and swearing in German. And now we are going back in time to see the background of these swear words. And particularly, I'm excited to hear about the Reformation background. So just for a background, I was in Halle in December and saw a wonderful exhibition curated by Dr. Andrea Seidel about Schimpfwörter from the Middle Ages to the contemporary period. And so this is a condensed version of this, but it's also reacting to last week's lecture on the systematization of swear words and cursing. Bitte, Andrea, fang einfach an. Thank you very much. Und ich werde Deutsch sprechen. Dann hört man auch den schönen Hallenser Dialekt. Das hat ja, auch ich werde ihn nach Oxford und nach London tragen. Also ganz herzlich willkommen mit einem kleinen, vielleicht auch Ausblick auf das, was wir hier in Halle gemacht haben mit der Ausstellung. Vielleicht auch, was sich dahinter verbirgt. Es ist entstanden im Rahmen eines Seminars und einiger Untersuchungen zu den Schimpfwörtern des Mittelalters. Wobei man natürlich sagen muss, wir haben nur das, was schriftlich überliefert ist. Und das sind sicher auch Wörter, die nicht immer ausschließlich im mündlichen Bereich waren. Aber das wissen wir ja, das Mittelalter hat da so seine Probleme. Ich habe schon mal ein paar Schimpfwörter zusammengestellt in der Wortwolke. Und ja, wir schauen einfach mal, was sich vielleicht da so dahinter verbirgt. Ja. Man hat offensichtlich schon immer gesammelt Schimpfwörter. Aus dem 19. Jahrhundert ein Schimpfwörterbuch, was jetzt natürlich nicht wissenschaftlichen Ansprüchen entspricht, aber es gehört ja auch so ein bisschen dazu, diesen Kontext aufzumachen. Und hier geht es uns so ein bisschen auch, also mir zumindest, so um diese drei Bereiche: Schimpfen als sprachliche Handlung, Schimpfen im historischen Kontext, da kommen wir zur Reformation, und auch den Ausblick auf die Gegenwart. Und das habe ich ja auch schon gehört, dass man sich in Oxford und London mit der Gegenwartssprache und dem Schimpfen sehr intensiv beschäftigt. Und dann kann ich vielleicht aus dem Hallischen was dabei zutragen. Kann ich kurz was fragen? May I ask something? This title page, Deutsches Schimpfwörterbuch oder die Schimpfwörter der Deutschen zum allgemeinen Nutzen gesammelt und alphabetisch geordnet, nebst einer Vor- und Nachrede von mir selbst. Ja. Is that a joke? Publication. Ja und nein. Das zeigt auf der einen Seite auch das, was die Forschung anbietet. Man geht sehr unterschiedlich mit Schimpfwörtern um. Auf der einen Seite sind sie Bestandteil unseres Wortschatzes, auf der anderen Seite muss man sie ja eigentlich meiden. Und hier sozusagen bereits im 19. Jahrhundert die etwas humorvolle Zusammenstellung von Wörtern, die durchaus eben offensichtlich nicht der gehobenen Literatursprache entsprechen. Und weißt du, wer der eigentliche Autor des Textes ist? Das müsste auf Meinhard zurückgehen. Also der aus der Buchhandlung Meinhard. Ah ja. Also so wird es, also habe ich es immer gefunden, aber old. So, he was looking for a bestseller, but didn't want his name on it. Okay, yeah. Ja, das fängt schon eigentlich an, die Schwierigkeit, was ist ein Schimpfwort?
Und es gibt verschiedene Wörter im Deutschen, also im Englischen habe ich ja auch gelernt. Das Schwier, das Schwiering, das Coarse. Im Deutschen haben wir das Schimpfwort, das Scheltwort, das Schmähwort. Und wenn man jetzt nach der Bedeutung fragt, dann ist es Abwehr. Pejorativ. Es sind negative Eigenschaften. Dann gibt es noch das Tabuwort, was nicht ganz dem Synonym entspricht, aber offensichtlich auch diese negative und fast schon zum nicht nur Schimpf, sondern Vulgarismus deutliche Bezeichnung ausdrückt. Und vor allen Dingen hier die Ablehnung aller Konventionen und gesellschaftlicher Werte. Daneben gibt es dann noch Wörter, Maledictum, bis hin zum Proprium. Also schon von der Definition ist es ein bisschen uneinheitlich, begrifflich unscharf, was den Wörtern gemein ist. Sie beziehen sich immer auf entweder religiöse, skatologische oder sexuelle Themenbereiche decken quasi das alles irgendwie ab. Ja, und wir haben eben schon gesagt, es gibt im Prinzip, könnte man sagen, auch zwei Bereiche, die seit Grimm deutlich werden. Auf der einen Seite, die Wörter sind da und sie müssen nicht nur insgeheim genannt, sondern dürfen unter Umständen auch öffentlich ausgesprochen werden. So schreibt es bereits Grimm. Das heißt, man darf sich und muss sich offensichtlich damit beschäftigen, dem gegenüberstehen, aber auch viele bis in die Gegenwart, die sagen, auch Sprachnutzer, Schimpfwörter verwende ich nicht. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Forschung. Weil etwas, was sozusagen schon im Vorfeld etwas kritisch betrachtet wird, ist natürlich in der Forschung dann auch schon vielleicht mit einem Vorbehalt versehen. Und ich sehe Nicken. Cool. Also wir stimmen wunderbar überein. Is Und it the same in English research? Yes, although I think it has changed in recent years. I think there is a recognition, I think, as you say, as you've written on that slide, that it is a very important part of social history, historical sociolinguistics, linguistics. So I think there's always been perhaps a greater tolerance of these seemingly problematic subjects in English than there has been in German, I think, because this idea that you can only talk about serious things in your academic research, I think that's been less so for English. So I think there's a longer tradition of interest, scholarly interest in swearing. But you're right, it's still, even when I talk about what I do, I it does, some people are puzzled and others are, they laugh. They think it's somehow not very serious. But it is serious. Swearing is serious, as well as funny. Okay. Ja, schimpfen und beschimpfen ist auch etwas, was man unterscheiden muss. Das Schimpfen, das kann ich auch für mich alleine tun. Also wenn technisch jetzt hier irgendwas nicht funktioniert, dann würde ich wahrscheinlich schimpfen. Und dann würde ich sagen, oh Mist, dieser PC, der macht nicht, was ich will. Und dann beschimpfe ich den. Das heißt, es gibt eben auch einen Objektbezug. Und beim B Schimpfen, habe ich aber schon einen konkreten Adressaten vor mir und das ist dann in der Regel Beleidigung. Selbst wenn es natürlich etwas ja, fast liebevoll klingt, du Knalltüte, du Krawallnudel, aber es ist im Kern immer etwas, was eine mehr oder weniger Beleidigung hat. Und das muss ich sozusagen erstmal für mich so auch, muss ich mir bewusst machen. Und das will eben diese Ausstellung. Und auch diese Wörter, spotten, schmähen, schelten, sollen diese Vielfalt ausdrücken, die aber einem auch deutlich machen, hier geht es um Gefühle, die ich ausdrücke. Das kann manchmal auch Hilflosigkeit sein, wenn der PC gerade vielleicht technisch mich im Stich lässt. Das kann aber eben auch mit Wut
einhergehen und Hass, und das sind sehr tiefe Emotionen. Und deshalb ist es auch wichtig, sich über die Emotionen bewusst zu werden, um dann zu sagen, was ich sprachlich eigentlich ausdrücken will und ob es mir vielleicht das auch wert ist, das so zu machen. Aber das, vieles passiert auch unbewusst. Das ist das Schöne. Since we are in the office of Sepp Coxon currently, we should probably reference he has been working a lot on Facetien and humanist joking, well, and looking at the development of the word schimpfen from Schimpf und Ernst in the 16th century, quite a way to the modern meaning of schimpfen. In a way, also. The word Schmäh in Austrian German, a different meaning from the Schmähen in standard language. Schmäh can be also, much less aggressive than Schmähen is in standard German. Ja, das ist, ist eine, ein Ergebnis des Seminars, und es lohnt sich anzuschauen. Und wenn die Präsentation in irgendeiner Weise dann auch in eure Veranstaltung geht, kann man sich, glaube ich, ganz gut das anschauen. Also müssen wir jetzt nicht, können wir machen. I'll just put the link into the box and then people can watch it in their own time. Ja, und die Studierenden haben es von sich aus so genannt, ohne wissen, dass ich mal mit euch hier drüber spreche. Kommunikationsmodell meets Schimpfwörter. Ja, wie sieht es sozusagen jetzt historisch aus? Ich habe ein paar Beispiele zusammengestellt, von Aas bis Suppenfresser sozusagen, von Esel bis Milchdieb, von Heringdieb über Kotzensohn. Und da wird, glaube ich, deutlich, manches kennen wir, aber manches eben auch nicht. Das sind Beispiele, die ich zum Teil aus Grimmschen Wörterbuch. Da haben wir ja den Kontext auch aus dem Frühneuhochdeutschen Wörterbuch, aus auch Texten. Und das haben wir versucht, im Seminar auch mal so ein bisschen zu hinterfragen und auch uns hinsichtlich der Bedeutungsveränderung auszutauschen. Und das ist eben etwas, was durchaus, wissen wir alle, beim Lesen älterer Texte beachtet werden muss. Aber bei den Schimpfwörtern ist es zum Teil so, wir haben auch, wie in anderen Bereichen auch, sogar Wortverluste, also den Gätling zum Beispiel, Geselle, Lebemann, den gibt es gar nicht mehr. Bei dem Schalk haben wir im Mittelalter eine wirkliche Bedeutung, die bis hin zu einer juristischen Auseinandersetzung führen konnte, weil das der Bösewicht an sich ist und dies war schon eher verletzt. Das zeigt uns für heute, wäre das, wenn ich jemanden als Schalk bezeichne, keineswegs eher verletzend, sondern das geht so in Richtung Schelm, Spaßvogel. Bei Gätling wüsste man nicht, was man meint. Also auf der einen Seite müsste ich heute die Wörter erklären, auf der anderen Seite werden sie natürlich auch nicht mehr verwendet. Und derjenige, der natürlich jetzt ältere Texte liest, hat ohnehin das Wörterbuch dabei. Aber wir haben im Seminar, und das wissen wir auch alle, dann durchaus manchmal gemeint, das Wort kann ich mir erklären, funktioniert dann eben doch nicht so ganz einfach. Also, dass einer der Lauer ein hinterlistiger Mensch ist, ja, weil er vielleicht irgendwie jemandem auflauert. Oder der Leckersbube ist ein böser Bube. Und das sind Dinge, die machen Spaß, sich damit zu beschäftigen. Andererseits ist eben durchaus dann durch hier wieder die sehr ernste Form der Beschimpfung der Hintergrund. Aber letztendlich sind das Beispiele für Sprachwandel, für Bedeutungswandel und zeigt sozusagen auch, wie sich da Sprache immer ändert.
Aber das gibt es, glaube ich, überall. Ne? Es ist, glaube ich, im Englischen auch so, ne? Dass auch Schimpfwörter ihre Bedeutung ändern. Yes, that's true. Yes, yeah, some change their meaning and then some also lose their effect, their taboo nature. So some as there are lists, official lists of offensive words, and we can see, for example, that in English the C word, I won't say it, but the C word is still considered the most offensive word, whereas a lot of the other sexual swear words are beginning to lose their power and are beginning to be replaced in terms of how taboo they are, how shocking they are, by racist, sexist, and other sort of other socially related slurs. So yeah, they do change their meanings, and sometimes we use a word without knowing what it means or where it's come from, which can be quite interesting. Ja, man kann natürlich wirklich einzelne Wörter dann ein bisschen genauer untersuchen. Und in meiner Wortwolke stand ja eben auch Plattenhengst, quasi der unzüchtige Mönch, Platte, weil er eben tatsächlich die Tonsur hat. Und insofern ist es für uns im Seminar dann immer fast auch ganz erhellend gewesen, dass die Bezeichnung natürlich so erklärbar sind. Auch bei Gaffelsdirne, von quasi Gaffeln, das Schwatzen, ne? Also das schwatzhafte Mädchen. Und wobei eben Dirne zum Neuhochdeutschen ja dann auch wieder noch verschiedene andere Bedeutung hat. Und das ist dann mitunter auch wirklich nur aus dem Kontext zu erschließen. Also wie ist die Bedeutung, also wenn ich einen literarischen Text oder eben aus auch Gerichtsverhandlungen beispielsweise solche Bezeichnungen habe, dann kann ich es eigentlich wirklich nur aus dem Kontext erschließen, wie die Bedeutung Dirne ist. Ist es unverheiratet? Ist es Dienerin? Ist es geliebte Prostituierte Hure? Anders kann ich es eben nicht bezeichnen. Halunke ist auch so ein schönes Wort. Gauner, Landstreicher, seit dem 16. Jahrhundert schon. Und geht auf das Slawische zurück. Also wir haben Wörter, denen man mitunter die Herkunft ansieht, mitunter eben auch nicht. Und ja, wir haben dann auch immer so Synonyme gesucht und da merkt man schon, die sind auch ein bisschen breit und auch schon natürlich wiederum verändert. Also Unterwäldler, Bauernfänger, würde man vielleicht auch heute gar nicht mehr so sagen. Ne? Zeigt, da bleibt nichts stabil. Da bleibt sozusagen, lebt von Veränderung. Ja. Also auch das Mittelalter ist tatsächlich so, geben, lässt sich aus den Texten auch erkennen. Es geht auch um Ausgrenzung, um Diskriminierung. Und es sind im Wesentlichen Adressatenkreise, die dann bewusst ausgegrenzt werden. Soziale Randgruppen, wie eben der Halunke eben. Ne? Das ist einer, der zu den Landstreichern gehört, zu den Bettlern. Das sind soziale Randgruppen und die werden durchaus dann auch sprachlich so bezeichnet. Berufe und Tätigkeiten, die unehrenhaft sind. Henker, das Henkersgesindel hatten wir eben auch stehen. Gaukelprediger, Prediger. Prostituierte Zuhälter aus dem bäuerlichen Umfeld, auch zum Teil unbeliebte Berufe, alle die werden dann durchaus aus diesem Kontext zum Schimpfwort. Auch Religionen sind zum Teil bis heute natürlich bei dem Plattenhengst haben wir es auch schon gesehen, Mönch, Sack, Bettel, Bauch, Choresel, Papstmaul, ob katholische Kirche oder nicht, ist dann auch zum Teil
während bei der Reformation ja auch innerhalb der Vertreter der Reformation sehen, nimmt man sich da nicht sehr viel. Auch andere Religionen, das Türkische, also gegenüber Türken, also dem Islam oder Juden, ist bereits im Mittelalter. Das I ja. guess Papstmaul refers to the Maulesel, doesn't it? Rather than to the mouth. Ja, Yeah, so the mule, genau. papal mule. Ja, und vor allen Dingen, wenn ich eben den Namen vermeide, dann habe ich diese Entindividualisierung. Ja, Martin Luther, der ist ja bekannt berühmt dafür. Er passt aber sozusagen auch in eine Zeit hinein. Also auf der einen Seite können wir beobachten, seit dem 12. Jahrhundert gibt es eher ein Bewusstsein, diese sprachlichen Verfehlungen auch zu bewerten. Also quasi zahlreiche Redezuchten, zahlreiche auch Handbücher sogar finden wir, wo es darum geht, vor allen Dingen auf das Gotteslästern natürlich zu verzichten. Der schon erwähnte Schalk steht also unter juristischer Strafe, das zu verwenden. Bösewicht und Dieb gehört auch dazu. Und jetzt kommt bei Luther natürlich dazu, wir haben durch den Buchdruck ganz viele Texte, die relativ schnell und zügig vervielfältigt werden und in der religiösen Auseinandersetzung entstehen die Streitschriften. Und da bedient man sich nun des Schimpfens als literarisches Mittel. Also jetzt passiert etwas, was eigentlich unter Strafe steht, was aber in literarischen Texten durchaus legitim ist. Und das ist spannend, weil auf den ersten Blick findet man das auch unangemessen. Es ist sicher auch eine ganz spezielle Form. Und man beobachtet das auch bei Luther, gibt es tatsächlich da schon einige Untersuchungen, wo diese sprachliche Aggression auch als sehr massiv bezeichnet wird und weit eben über nur Polemik hinausgeht. Ja, ein Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem aufrührerischen Geist, 1524. Dieser aufrührerische Geist ist Thomas Müntzer. Und er benennt ihn nicht, sondern also, nachdem der aufgetrieben Satan hat er sich zu Allstedt ein Nest gemacht. Und Allstedt ist der Wohnort Münzers und damit ist quasi die Gleichsetzung Münzer und Satan. Obwohl es natürlich nicht so drin steht, aber es wird in der Argumentation so verstanden. Er nennt ihn Satan und der Satan ist der Teufel. Das lässt natürlich der Luther nicht so auf, der Münzer nicht auf sich sitzen. Aber wo ich ein bisschen rumgestöbert habe, habe ich etwas gefunden. Und das fand ich ganz wichtig, das heute hier mitzuzeigen, ist mir selber nie bewusst geworden. Also im Buch Innendeckel, wie für uns heute gemacht, die Beschreibung dazu, nochmal auch, dass er ihn als Satan bezeichnet und dass dies sozusagen für alle, die offensichtlich dem englischsprachigen Raum entstammen, Also wurde es auf einer Auktion wahrscheinlich gerne. Sotheby's oder so gekauft oder Christie's. Ja. So that it has a Wahrscheinlich. yeah. Ja. Gut. Aber habe ich sonst selten gefunden, solche Hinweise. Also finde ich wunderbar. Ja, normalerweise ist es andersrum. So, most of the Reformation pamphlets that we have in the Taylor Institution Library were bought in Germany, mainly duplicates from Heidelberg University Library. And it's a practice that most librarians do. If they buy at an auction, they will cut out the description from the auction catalog and glue it into the paste down.
So I could reciprocate with German descriptions for the Taylorian volumes. Ja, so, das ist jetzt die Antwort von Thomas Münzer. Wieder das geistlose Leben, das geistlose, sanft lebende Fleisch zu Wittenberg. Und damit ist Luther gemeint. Und dies ist natürlich jetzt auch eine sehr massive Antwort. 1524 ist ohne Druckort, deshalb unten ergänzt. Nürnberg ist aber inzwischen als ganz wahrscheinlich. Er hat es also nicht mal im mitteldeutschen Raum hier drucken lassen, sondern in Nürnberg. Und er nennt ihn nun Dr. Lügner, hochfertiger Narr, schmeichelnder Schelm, Dr. Ludibri, verschmitzter Schriftsteller, Stockner, ausgeschämter Mönch, wunderlicher Seligmacher, hochgelehrter Bube, du Erzbube, Lästermaul, Hellhund, also Höllenhund, machst dich gröblich zu einem Erzteufel, bist verblendet. Armer Sünder und ein giftiges Würmlein, sollte dich der Teufel fassen, pisst ein eselig Fleisch. Du würdest langsam gar und ein zähes Gerichte werden, ein zähes Gericht werden, deinen Milchgesichtern, du tückischer Fuchs. Also da zieht er ganz schön, wie wir sagen würden, vom Leder. Und wenn man sich mal anschaut, was das für, also in welchem Kontext das ist, sieht man eigentlich sehr schnell, dass er hier, wenn wir auf die nächste Folie schauen, die literarischen Stilmittel nutzt. Also es ist keine direkte Anrede, er vermeidet es auch, der Dr. Lügner, Lügner tatsächlich als Betrüger, als jemand, der die Unwahrheit sagt, wie der ausgeschämte Mönch tragen kann. Ausgeschämt heißt unverschämt und schamlos. Und dass die beiden Wörter Doktor und Mönch jetzt groß geschrieben sind, zeigt eben auch, wir haben ja im Frühhochdeutschen keine Normierung der Orthographie, aber die Großschreibung signalisiert schon, es geht hier um Eigennamen. Und damit kann man schon ganz deutlich sehen, es ist jemand in Person gemeint und die Person ist natürlich dann Martin Luther, auch wenn er nicht genannt wird. But what I found really interesting is that he uses the du form, du Erzbube, du verblendet, and so on, which is something we discussed last week in forms of address, which you can be. The intimacy of using the informal is allows you to be insulting. So there's this idea that you can't say "Sie Arschloch" unless you're Joschka Fischer. Usually, the use of the formal pronouns signals that polite distance. But of course, as soon as you address somebody in this familiar way, that opens the door to insulting them. And normally in Reformation pamphlets, you would have the use of ihr, even among friends, just to signal social status. So, Senti vom Dolmetschen, Luther would address Lazarus Spengler, who asked for the explanation with ihr. So, it's insulting just through the use of informal address. Genau, ja. Also die direkte Anrede und dann mit diesem persönlichen Du ist natürlich auch gleichzeitig dann eine Herabsetzung. Also erst das Ignorieren des Namens und dann mit dem Du wunderlicher Seligmacher und wunderlich als seltsam sonderbar und in Kombination aber mit dem Seligmacher, der ja eigentlich der Heiland, der Salvator ist, ist es blanke Ironie. Wobei die Ironie dann bei so bist du ein Erzheid. Du bist ein Erzheide, ein Erzungläubiger, dann schon wieder ins Beschimpfende, ins direkt Abwertende geht. Und Erz
ist äußerst beliebt, um das Ganze zu verstärken. Ne? Erzbube, also nicht einfach nur dieser Bube, der schon juristisch grenzwertig ist in der Verwendung und jetzt sozusagen noch die Steigerung dessen. Ne? Also der größte Betrüger, könnte man sagen. Nicht nur irgendein Bube, Betrüger, Schurke, sondern eben der sozusagen allen voran steht. Und dann eben die Vergleiche. Ne? Yeah. But Erz really used as in English arch. So you Arch. have Erzbischof Ja. for Archbishop. You have Erzbeide for Yes, yeah, that's true. Archpagan. Yeah. Ja, da ist es natürlich neutral. Also wir haben auch Erzbischöfe in Deutschland. Yeah. Das ist nur der Verstärkung dienend. Yeah. Aber offensichtlich, die Verstärkung funktioniert in alle Bereiche. Ne? Yeah. Also das ist auch interessant, weil wir sind uns dessen manchmal gar nicht bewusst, dass es so ist. Also dass wir Sprache so auch wirklich interpretieren dürfen. Ja, und der Vergleich ist ja auch, wie das Kolkraben, das Kulkraben Art ist. Und der Kolkrabe gilt eben als besonders diebisch und gefährlich. Und Yeah, das like ist. magpies or Ja, ja, Elstern ja. in modern German. Ja, genau. Ja, das war natürlich für die Ausstellung dann auch schön, mal auf den Münzer 01 zu gehen und dann auch wirklich zu schauen, was er da so für Wörter nimmt, um dieses Stilmittel in den Mittelpunkt zu stellen. Auch wenn sie sozusagen natürlich jetzt nicht in allen Fällen ausgeführt sind, aber das ist immer vielen gar nicht so bewusst und auch nicht so präsent. Ja, Schimpfwörter der Gegenwart. Und da habe ich natürlich auf Halle geschaut, weil die Sehr gut. Ausstellung ist in Halle. Und das Hallische ist eine Mundart, die eigentlich nur in der Stadt und im Umfeld so gesprochen wird. Und sie wird natürlich von den umliegenden Regionen beeinflusst. Sächsisch, Thüringisch und Niederdeutsch. Nachher kommt noch eine Karte, dann gucken wir uns das nochmal an, weil ist mir natürlich bewusst, wir wissen das hier alle. Ja, genau, der rote Punkt, das ist Halle. Und da sieht man wunderbar, Halle liegt an der Grenze zwischen Thüringisch und Obersächsisch. Also nahe von Leipzig, Leipzig schon im Obersächsischen, aber Halle tatsächlich so an der Grenze und wird von beiden beeinflusst. Und im Norden haben wir die nächstgrößere Magdeburg und Magdeburg zum Ostfälischen, Niederdeutsch. Und wenn wir jetzt aber schauen, wie das Ganze im Mittelalter aussah, hat sich diese Linie verschoben. Das heißt, im Mittelalter ist durchaus hier der Einfluss das Niederdeutsche. Und das prägt die Stadt. Also wir haben Reste tatsächlich noch im mündlich gesprochenen vom Niederdeutschen, dann vom Thüringischen und vom Obersächsischen. Und dann kommt das Rottweilsch dazu, diese Gaunersprache, die alle, die so ein bisschen umherziehen. Wir hatten vorhin schon den Halunken, der ist da sehr präsent, sich abbildet. Ja, die Wenster, im Singular der Wanst, bezeichnet man als Kinder. Das gibt es auch im Obersachsen. Also nimm de Wenster. So, dann sind das sozusagen gerade vielleicht nicht so die ganz lieben Kinder. Wir haben ein chemisches Werk, Buna, in der Nähe. Und die Arbeiter heißen de Buna-Belzer. Und wo kommt jetzt Belzen her? Sich vor der Arbeit drücken. Also ja, eigentlich nicht gerade so die Wertschätzung. Madutchen ist auch so ein Wort, was wohl auf den Dutt zurückgeht, den ältere Frauen. Man merkt, das geht dann schon nicht nur ins 20. Jahrhundert, sondern noch weiter zurück, getragen haben und so ein bisschen kauzig sind. Und die Matzbläke. Der Matzbläke oder einer, der eine Matzbläke hat, das ist so eine Mischung aus Quarkgesicht oder Quarkzunge.
Also so ein bisschen blass, schwächlich. Warum habe ich gerade die Wörter ausgewählt? In Halle gibt es eine Hauswand und da stehen so ein paar schöne Beispiele. Und deshalb dachte ich, auch nicht alle Hallenser sind sich immer dessen bewusst. Und das war so ein bisschen Anlass, das mal so in den Mittelpunkt zu stellen. Ansonsten haben wir auch noch schöne ohne Schimpfwörter Formulierungen. Ja, das habe ich entdeckt an einer Brücke bei Halle. Forza HFC AS. Also Forza ist, glaube ich, in der Fußballsprache, vielleicht sogar im Englischen, kommt ja aus dem Italienischen, vielleicht sogar im Englischen bekannt. Und also vorwärts, Kumpels vom HFC. Eher, weil AS ist ja etwas Abwertendes. AS würde man als Schimpfwort bezeichnen. Und was jetzt hier passiert, ist spannend. Das Schelt- und Schimpfwort wird sozusagen unter Kumpels, unter Freunden fast wie ein nicht gerade Kosename, aber wird plötzlich positiv besetzt. Und das ist, sage ich mal, natürlich für den Kontext wieder ganz entscheidend, wobei es eben wirklich auch als Schimpfwort im 12. Jahrhundert bereits belegt ist, krankes Aas, also nicht einfach nur krankes Tier, sondern jemanden eben als krankes Aas zu bezeichnen, wäre als Schimpfwort. Und mit dem Ast, das D am Ende, steht zwar jetzt nicht auf der Brücke, aber das ist im Sächsischen und Thüringischen mit der Endung D durchaus gebräuchlich. Es gibt ein Wort, Dust, das gibt es wohl nur in Halle. Jedenfalls habe ich es nicht woanders gefunden. Und Dust ist so eine Mischung aus dümmlich, mürrisch, ja, vielleicht so ein bisschen auch naiv. Und könnte auf das Niederdeutsche Staub zurückgeben. Also da bedeutet Dust auch Hülse, Spreu, Kleie und ja, so ein bisschen, naja. Oh, like Like English English dust. dust, Ja. which has become quite popular as a concept because there is this trilogy based in Oxford, in a fictional Oxford by Philip Pullman, his Dark Materials, where dust is a synonym for sin. Yes. Dust, Staub steht für Sünde, coming from the story of Genesis. Staub sollst du fressen. Ja. Ja, Papplove. Auch von der Herkunft interessant, weil hier haben wir dieses Love. Aus dem Einsprechende Ottwelsch für Mund, aber auch Maul und Schnauze. Und Papp bedeutet so viel wie Mehlbrei. Das heißt, das ist ein Mensch, dem English. offensichtlich so ein bisschen der Mehlbrei aus dem Mund laufen könnte. Das ist, wenn man möglicherweise etwas langsam ist, aber auch vielleicht etwas einfältig ist. Also sehr ja, auf Bilder auch abzielt, die Bezeichnung. Schmähsfliege, eigentlich Schmeißfliege, aber wie die Schmähsfliegen, also ein lästiger Mensch. Das Althochdeutsche kennt schon das Smisan, schmieren. So, jemand, der so schmierig dann ist, wird das übertragen. In den Wörterbüchern gibt es auch Schmäß, Schmauch oder Schmeuchfliege. Allerdings ist es nur als Tiername und gar nicht als Schimpfname erwähnt. Das zeigt wieder, diejenigen, die die Wörterbücher geschrieben haben, kennen auch nicht alle Varianten der Sprache. Ja, wir haben noch eine Hauswand in Halle, die Wörter hat. Was gibt es so was,
Bei euch auch? No. Und wie gesagt, das ist ganz offiziell, sind ja auch sehr aufwendig gemacht. Und hier sind es Wörter, die jetzt nicht im Kern auch wieder Schimpfwörter sind, sondern Wörter, die veraltet sind. Wörter, die gar nicht mehr so bekannt sind, aber darunter sind natürlich vier Schimpfwörter. Huckeduster. Ein Mensch, der im Dunkeln sitzt. Vielleicht auch so Kleinkriminelle, die sich im Dunkeln austoben. Der Bengel, eigentlich scherzhaft für einen frechen Mann, aber im Kern auch die Bedeutung rüpelhaft, charakterlos. Die Hupfdohle oder wie man in Halle dann Hupfdohle sagen würde, schon abwertend, weil für Tänzerin, also für sicher nicht in der ersten Reihe Balletttänzerin, sondern eine, die vielleicht nur hin und her hüpft. Aber das schon eindeutig abwerten. Den Schlawiner, der ist auch interessant, weil der meistens gar nicht so als eine Beschimpfung erkannt wird. Geht auf Hausierer aus Slowenien im 19. Jahrhundert zurück, die man dann schon eher mit Gaunern in Verbindung brachte. Und diesen Zusammenhang mit der Herkunft haben wir auch mit zwei anderen Wörtern, die im Kern diesen Schimpfwortaspekt gar nicht mehr erkennen lassen, ihn aber zunächst bei der Bildung hatten. Halotri, ein unzuverlässiger Mensch, der möglicherweise aus dem Griechischen kommt und Allotria für Unfug steht. Aber vielleicht würde man sich auch gar nicht so heute mit der Benennung als beschimpft empfinden. Das heißt, das sind auch immer große individuelle, manchmal auch kleine, Bandbreiten, wann empfinde ich das als ein Schimpfwort? Der Tollpatsch, könnte man ja sagen, ja, gut, vielleicht ein bisschen tollpatschig so daherkommen, ist ursprünglich aus dem 17. Jahrhundert ein ungarischer Fußsoldat und Tollpatsch wohl die Bedeutung der Sohle, Fußsohle, also jemand, der viel zu Fuß daherkommt und demzufolge möglicherweise natürlich etwas fußlahm auch ist. Aber das mehr oder weniger verändert sich dann die Bedeutung und ja, das hängt dann auch davon ab, in welchem Kontext ich es verwende und was ich vielleicht auch weiß, ne? Wie ich jemanden beschimpfen will. Gegenwart, das fand ich auch ganz spannend aus eurer Vorlesung, nämlich zu diesem Begriff des Shitstorm. Das gibt es ja wirklich bei uns im Duden, das Wort. Aber es ist gar nicht Englisch, glaube ich, ne? Also, das hat mich wirklich verblüfft. It's often referred to as a pseudo-Anglicism, because it's not really used in the same way. I mean, you could use it, but it would be, I couldn't really think of an immediate way in which you would use it. I mean, it would be understood, but it would be quite strong. And it's certainly not used in this to the same degree and with the same meaning as it is in German. So it is partially, I would say, a pseudo-Anglicism. Yeah, and it's as you can do more easily in German, just a compound. But I would never say Scheißsturm. That would sound really strong. Yeah, but it's formed like Mistwetter.
which is something I would use. Yes, yeah. I think it's quite interesting. A few years ago, I think it was the Green politician, was it Claudia Roth? She was involved in some sort of a shitstorm, and she gave a press conference in which she said she was very happy that so many people had supported her. And she said, "Ich bin von einem Candy Storm überschüttet worden." So she coins its antonym Candy Storm, which I thought was really interesting. But that has not become a recognized word. In English, you probably would rather speak of a shower, like a shower of shit. You do talk about. But that's something else. Yeah, I mean, it still refers to a mess if something is a mess or a catastrophe. Or it's gone badly. Ja, die Bildung ist möglicherweise, auch, können wir noch mal ganz kurz zurück? Nee, Entschuldigung, Die Bildung ist möglicherweise nach dem Muster Hate Speech gemacht worden. Kennt das Deutsche auch, Hate Speech. Und da wird direkt aber auf die englische Herkunft verwiesen und als zusammengesetzte Form Hate und Speech. Und deshalb war mir auch immer der Gedanke, Shitstorm ist genauso, habe ich, wie gesagt, jetzt gelernt. Und das Gefährliche ist eben, finde ich auch für die Gegenwart, dass Soziologen haben das direkt benannt, auch diesen sogenannten Enthemmungseffekt. Also wenn sich Münzer und Luther noch mit ihren Schriften direkt auseinandergesetzt haben und zwar auch nur indirekt benannt, aber dann sind sie doch in eine direkte Kommunikation getreten. Und das passiert natürlich im Internet heute nicht mehr. Und das macht das Ganze auch ein bisschen gefährlich. Und deshalb dieser Gedanke No Hate auch das einfach dem entgegenzutreten. Also sicher, es ist eben auch nicht zurückzuverfolgen in jedem Fall. Und das befördert auch Gewalt durch Worte. So ist es letztendlich. Und die werden auch zunehmend dann aggressiver. Also wenn wir auch die Aggressivität der Sprache zur Zeit der Reformation beobachtet haben, als giftiges Würmlein benannt zu werden, ist jetzt sicher auch nicht ein Kosename, aber es ließ sich immer zurückverfolgen und man konnte immer darauf reagieren. Und das funktioniert eben im Internet nicht. Und das macht es dann auch zunehmend gefährlich, finde ich. Und Although, as you also pointed out, printers quite often didn't use the real place name. I know of several of the pamphlets by Hans Sachs, which he was explicitly told not to publish, which then were published anonymously with fictitious place names. A lot of things actually also published by English authors wouldn't be published with an English place name on it, right, but pretended to be published on the continent in the Reformation period to try to hide where this was coming from. Mm-hmm. So, but the town council in the case of, Hans Sachs wrote this mock Nachruf, morning address for the Prince Albrecht, and while Prince Albrecht was still alive, and he was caught out despite not publishing it in Nuremberg and had to pay a fine. So trying to be anonymous isn't something new necessarily. Yeah. But it's probably easier now, a lot easier. And I think that's why, I mean, hate speech, because Hasrid is a direct translation from hate speech. It is an offence now to use hate speech, although what counts as hate speech is, of course, constantly up for debate. But you're right, I think being anonymous and because the fact that you're not saying it face to face, although that's not new either, but this the anonymity and the way in which online communities become very separate from each other and very isolated means that it becomes easier to insult
to insult someone without any punishment. Ja, das soll eben auch diese Ausstellung ein bisschen thematisieren. Es ist sicher individuell, wie ich Sprache verwende, aber ich kann das Ganze auch mit Humor machen. Ich kann eben, manche fanden gerade in der Ausstellung diesen Denkzwerg so interessant. Studenten hatten, kannte ich bisher auch nicht, den Intelligenzallergiker mit eingebracht. Man kann natürlich auch so ein bisschen auf Süßholzraspler, was sich so ein bisschen natürlich auch wieder unserer Vorstellungswelt ein bisschen entzieht. Oder auch alte Schachtel klingt veraltet, macht es aber aus dem Kontext möglicherweise dann nicht mehr ganz so drastisch. Also der Gedanke ist eben auch nicht jetzt alte Schimpfwörter zu beleben, sondern sich bewusst zu machen, in welcher Bandbreite man was auch benutzen kann. Und die Bandbreite ist ungeheuer groß. Und vieles ist vielleicht auch, sollte man es mit einem Lächeln sagen, weniger schlimm. Und die ja, vielleicht auch der Gedanke ist wirklich jede Sprache, jede Kultur über so eine Spezifik des Schimpfens erklärbar. Das formulieren ja einige und bin ich mir gar nicht so sicher, ob das funktioniert, ob es, ob das nicht nur so der Blick von außen ist. Also ob jetzt eine Nation eher sexuelle Motive stärker benutzt und die andere vielleicht religiöses, hat vielleicht natürlich irgendwas damit zu tun, wie religiös ist überhaupt die Nation, um sozusagen damit das Tabu dann zu brechen und das zu benutzen. Aber ich glaube, das ist letztendlich auch ein bisschen, also so einheitlich kann man es vielleicht gar nicht sagen. Was ja durchaus deutlich ist an den Beispielen, die du da auch gerade gezeigt hast, ist, wie viele zusammengesetzte Wörter es im Deutschen gibt und da vielleicht ein besonderes Sprachpotenzial des Deutschen, kreativ zu sein, auch Schimpfwörter zu aktualisieren. You can update by just replacing an outdated compound with a more up-to-date, so if people don't any longer, yeah. Intelligenzallergiker is something you can only do once these two parts are well introduced. Yeah, but it's the equivalent of older compounds like, statt Allergiker, aber könnte man sagen, something kranker of whatever. There's a creative potential in German with compounds, while in English you might rather go, for example, for acronyms, woke or whatever. It's normally descriptive rather than, or that you have to find a way. Nouns often don't work. There are some, you can call someone a wanker, for example, but it's not as focused on nouns as it is in German. And I think that makes for greater creativity in German. And I was saying to Henrike earlier, I looked at my collection of books. There is this one, it's a popular book. It's called Uglier Than a Monkey's Armpit by Robert van der Plank. And it's about swearing in different or insults in different languages. And when you turn to German, there is a section on German. Oh, I'm not really good at orientating it. Yeah. he says, insulting in German is characterized by a great deal of name calling. Indeed, the way the language works seems to lend itself to name calling, as you can form a single word for an epithet which would sound labored in English. For example, Sitzpinkler means a man who pees sitting down. Somehow saying
sitting pisser loses something in translation. You would have to say something like, I bet you piss sitting down, which loses the effect somehow. So I think the structures of the language make a big difference in what you can do with it, with these words. Yeah. So sieht es in der Ausstellung aus. auch ungewöhnlich in einem doch sehr repräsentativen Treppenhaus. Man muss auch sagen, fast das Löwengebäude ist so das eines der Hauptgebäude am Campus. Sie mit Wörtern, die ja nun doch nicht gerade hohe Literatursprache sind, zu gestalten. Das gab es auch noch nie, so eine Ausstellung im Treppenhaus. Und es gab auch noch nie dann eine reine Ausstellung zu Texten. Wird aber recht gut angenommen und alle finden es eigentlich ganz spannend. Und viele gehen dann auch mit einem Lächeln vorbei, obwohl es ja Wörter sind, über die man eigentlich nicht lächelt. Wir haben uns auch einen Fragebogen noch ausgedacht, was man sozusagen, das wird auch ganz gut genutzt. Also man sieht das, es gibt dann eine kleine Box, kann man einwerfen. Und ich bin schon gespannt auf die Auswertung. Ja, das war es sozusagen von mir. Ich habe so ein paar Sachen jetzt nochmal zusammengestellt, die wesentlichen zum schnellen Nachgucken. Und ja, also was darf ich noch ergänzen? Wo habe ich vielleicht irgendwas zu kurz gesagt? Oder wo gibt es von euch noch Fragen? Fantastisch gemacht. Yeah, really, really interesting. I think there would be a lot of areas in which we could go further. Something and I think Geraldine also is very interested in is how it relates to the language of National Socialism and how taboo words in the 20th century have evolved from misuse of language. What is legally acceptable? Also, we could look further into anglicisms and how anglicisms are sometimes a way round to talk about loaded languages. So, for example, the word Rasse being banned in German, which isn't necessarily a swear word from its origin, but it has become such a loaded word. So belastet, also die Belastung durch von Sprache, was ist Beleidigung geworden durch die historische historische Nutzung. But I think this is a discussion for another lecture series. So exactly. We have to do a full lecture series on absolutely. Sorry. So many thanks. I'll stop the recording here. We can stay on the call, but